Da kommt also jemand an die Kasse am Frauenbadetag und möchte rein. Und die Kassiererin sieht, dass das sehr offensichtlich ein Mann ist. Denn auch wenn sich manche Leute das einbilden, dass man das ja irgendwie nicht sehen würde, es ist also klar. So, was macht diese Kassiererin? Möchten Sie eine Hosenkontrolle machen? Bislang war es ja so, das bisherige Transsexuellengesetz war ja so, dass eben auch eine körperliche Transition quasi inklusive war in diesem Gesamtpaket. Jetzt werden wir es zu tun haben, so wie in anderen Ländern auch. In England zum Beispiel gibt es massive Probleme deswegen, aber in vielen anderen Ländern auch, wo dieses Self-ID-Gesetze, nennen die das, also dieses Selbstidentifizierungsding, da haben sie also Männer, die biologisch immer noch Männer sind. Da ist keine nicht umoperiert, sondern die behaupten irgendwie, dass der Penis jetzt ein weibliches Geschlechtsorgan sei. Und die dann mit ihrem weiblichen Penis also in meiner Frauensauna sitzen und behaupten, sie hätten einen weiblichen Penis. Wunderbar.